Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich heute hier aus Freiberg. Einer der großen Namen, der mit der Silberstadt Freiberg verbunden ist, ist natürlich der Name des großen Orgelbauers Gottfried Silbermann. Und was der genau in Freiberg gemacht hat, dem wollen wir heute mal ein bisschen auf die Spur gehen und vielleicht auch mal versuchen, selber ein bisschen an einer Orgel zu basteln. Wie das Ganze ausgehen wird, bleiben Sie gespannt und kommen Sie doch einfach mit. Schlossplatz Nummer 6 in Freiberg. Das ist die Adresse, wo wohl einer der bekanntesten Musikinstrumentenbauer der westlichen Welt seine Wirkungsstätte hatte. Die Instrumente, die er erschuf, sind auch heute noch weltberühmt und so kommen regelmäßig Musiker aus der ganzen Welt hier nach Freiberg, um einmal auf einem der Instrumente spielen zu können, die dieser Musikinstrumentenbauer damals geschaffen hat. So, wir sind jetzt hier drin in dem Haus, in dem Silbermann-Haus und ich habe mir jetzt gleich als erstes mal eine ordentliche Expertin an meine Seite geholt, nämlich die Geschäftsführerin von hier, Frau Tautorus. Dieses Gebäude, in dem wir uns hier befinden, was genau hat es damit auf sich und warum befinden wir uns eigentlich in diesem Gebäude? Ja, das ist das sogenannte Silbermann-Haus. Gottfried Silbermann hat hier seine Werkstatt gehabt ab dem Jahr 1711 bis zu seinem Lebensende. Und wir sind sehr froh und stolz, dass wir diese Räume jetzt für die Gottfried Silbermann Gesellschaft nutzen können und dass es uns auch gelungen ist, hier eine kleine Ausstellung zu eröffnen. Das heißt, Gottfried Silbermann hat an dieser Stelle hier seine berühmten Orgeln gebaut. Alle oder nur die in Freiberg? So ist es. Er hat hier die große Orgel im Dom, im Freiberger Dom gebaut. Das war die erste Orgel, die hier entstanden ist. Dafür hat ihm die Stadt seinerzeit 1711 auch die Räume zur Verfügung gestellt. Und er ist hier geblieben und hat fortan alle weiteren Orgeln hier in Freiberg gebaut. In den Räumen des Silbermann-Hauses kann man auch heute noch einen Hauch der Atmosphäre erahnen, wie sie damals hier geherrscht haben mag. An den Wänden befinden sich heute noch die original erhaltenen, restaurierten Inschriften und Wandmalereien, wie sie hier zur damaligen Zeit angebracht wurden. 1601 steht als Gravur in einem der architektonischen Schmuckelemente und deutet damit auf die Zeit der Erschaffung dieses Gebäudes hin. In diesem Jahr ahnte der Erbauer des Hauses noch nicht, zu welch geschichtsträchtigem Ruhm es gut 100 Jahre später beitragen sollte. Das Interessante an einer Orgel ist ja, das ist nicht nur eine Pfeife oder es sind nicht nur zwei Pfeifen, so eine Orgel ist eigentlich ein komplettes Orchester, könnte man doch eigentlich sagen, ja? Das könnte man so sagen, das haben Sie sehr treffend erkannt, denn wir haben ja an der Orgel nicht nur die Tasten, wir haben ja auch die Register. Und durch Ziehen der Register kann man dem Klang eine ganz andere Farbe verleihen. Dafür haben wir auch in der Ausstellung in einem der anderen Räume die Möglichkeit, einfach diese Register auszuprobieren. Clemens Lucke hat an der großen Silbermann-Orgel einzelne Register eingespielt und die Besucherinnen können wirklich jetzt die Flöte ziehen, die Trompete ziehen, den Bass ziehen und hören, wie das gleiche Stück sich ganz anders gestaltet, wenn man andere Register einsetzt. Jetzt sind wir in einem der Räume, in denen es ein, ich würde mal sagen, so eine Art Funktionsmodell gibt, wo jeder mal selbst ausprobieren kann, wie sich der Gesamtklang einer Orgel zusammensetzt. Dazu haben wir hier hinter uns sowas wie eine elektronische Variante einer Orgel stehen. Hier sind bereits einige Passagen eingespielt für die verschiedenen Register und die kann hier jeder selber mal zusammenmischen und sich sozusagen seinen eigenen privaten Orgelklang zusammenstellen. Und wie das Ganze sich anhört, das probieren wir jetzt mal aus. Hier unten haben wir die verschiedenen Register angeordnet und die verschiedenen Instrumente. Das heißt, so eine Orgel kann ja klingen wie verschiedene andere Instrumente oder bestimmte Instrumente imitieren. Also sozusagen der Sampler des späten Mittelalters. Und die kann man jetzt hier alle auswählen. Schauen wir doch mal, wir ziehen jetzt zum Beispiel mal eine Trompete. Dem Ganzen geben wir jetzt noch ein bisschen Zimbeln dazu. Und ein paar Rohrflöten. Wenn wir noch ein paar Bässe hinzugeben wollen, das sind die Posaunen. Eine ganze Menge, was es hier zu erkunden gibt und wir werden jetzt mal schauen, was es hier wirklich so richtig anzufassen gibt und was man auch selber ausprobieren kann. Und deswegen denke ich, machen wir uns jetzt einfach mal auf den Weg durch die Räume
und schauen, was man hier wirklich erleben kann. Kommen Sie mit? Sehr gerne. Gut, na dann. So könnte sie ausgesehen haben. Die Werkstatt, in der Gottfried Silbermann im 18. Jahrhundert hier in Freiberg seine Orgeln gebaut hat. Damals war alles noch Handarbeit. Maschinell betriebene Werkzeuge gab es noch nicht. Denn selbst die erste verwendbare Dampfmaschine der Welt wurde erst 1712 in England von Thomas Newcomen erfunden. Zur Wasserhebung in englischen Bergwerken. Also sozusagen genau während Silbermann seine Orgel im Freiberger Dom errichtete. Auch der damals verwendete Klebstoff war mit Sicherheit ein anderer als der, mit dem heute hier gebastelt werden wird. Doch all das soll uns nicht weiter stören. An der Wand finden wir eine Schautafel, welche die verschiedenen Holzarten zeigt, die für den Orgelbau verwendet wurden. Diese Feuerstelle hatte eine ganz andere Aufgabe, denn hier wurde das Zinn geschmolzen, aus dem dann das Blech für die Pfeifen gemacht wurde. Was gibt's denn eigentlich alles hier in diesen Räumen von dem Gottfried Silbermann Museum zu sehen oder vielleicht auch zu erleben? Es gibt eben nicht nur zu sehen, es gibt auch zu hören und es gibt vor allen Dingen auszuprobieren. Darauf legen wir hier in der Ausstellung ganz großen Wert. Wir stehen hier gerade an unserem spielbaren großen Orgelmodell. Christian Wegscheider hat das für uns gebaut. Und die Besucher können selbstständig hier Wind machen, Bälge treten, Register ziehen, Orgel spielen. Museum zum Anfassen. Ein Museum zum Anfassen. Das hört sich vielversprechend an. Und damit man auch im wahrsten Sinne des Wortes begreifen kann, wie so eine Orgel funktioniert, braucht man ein geeignetes Modell, welches alles nachbildet, was man an einer großen Orgel auch so vorfindet. Da eine richtige Orgel aber viel zu komplex und undurchsichtig wäre, um zu verstehen, wie sie funktioniert, muss man ein paar Abstriche machen. Doch das soll uns hier nicht weiter stören. Wie kompliziert die Mechanik ist, die die Tastendrücke des Orgelspielers an die entsprechenden Pfeifen weiterleitet, kann man an diesem Modell sehr schön sehen. Ebenso wie die Arbeit der Ventile, welche den Luftstrom zu den einzelnen Pfeifen weiterleiten. Das hier ist die Basspfeife, von der es an diesem Modell nur eine einzige gibt. Doch kann man dieses Modell auch wirklich spielen? Für ein großes Konzert reicht die Orgel zwar nicht, aber wer Klavier spielen kann, kann diese Orgel hier einfache Melodien entlocken. Museum zum Anfassen, also man kann es wirklich richtig hier erleben, selber mal ausprobieren, ob in einem vielleicht ein versteckter Organist steckt oder ob man doch eher das Talent hat zum Orgelbau. Orgeln werden auch heute noch gebaut, ja? Natürlich werden heute noch Orgeln gebaut und wir haben auch ganz viele Orgelbauer bei uns im Verein als Mitglieder. Und Orgeln bauen kann man auch hier in der Ausstellung. Wir haben in unseren pädagogischen Angeboten neben dem Pfeifenbasteln, das wir heute noch erleben werden, auch die Möglichkeit, ein ganzes Orgelmodell zusammenzubauen und so diese Tradition und die Funktion einer Orgel im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar zu machen. Nun war es endlich soweit und der Moment gekommen, für den viele Besucher am heutigen Tage den weiten Weg hierher in das Silbermann-Haus auf sich genommen hatten. Die Bastelstunde fing an. Hier konnte man einmal selbst ausprobieren, wie es sich anfühlt, wenn man eine kleine Orgelpfeife aus Holz basteln will. Die Pfeife ist nun fertig. Nur noch schnell das Logo aufkleben und dann ist sie bereit für den finalen Funktionstest. So, dürfen alle zum Prüf mal gemeinsam reinpusten. Klingt doch schon ganz ordentlich. War es denn schwierig, die Pfeife zu bauen? Ich fand es nicht, weil er hat das sehr gut erklärt, sehr anschaulich, alles schön vorgemacht. Hat es dir Spaß gemacht hier? Ja, mir hat es sehr doll Spaß gemacht, ich kann es empfehlen. Liebe Zuschauer, das soll es von unserem kleinen Rundgang durch das Silbermann-Haus hier in Freiberg gewesen sein. Uns hat es jede Menge Spaß gemacht, den Kindern definitiv auch. Bis jetzt konnte man es gerade noch hören, hier war noch ordentliches Gepfeife auf den selbstgebastelten Holzpfeifen. Da ist es wieder. Sie sehen es, es hat den Kindern Spaß gemacht. Wenn Sie auch mehr erfahren wollen über Silbermann, dann schauen Sie doch vielleicht selber mal hier dabei. Für heute soll es das gewesen sein. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal, Ihre Sanja.